Bring allen bei, dass es losgeht. Nicht rumtrödeln. Wie kommt es, dass du dein Form wieder hast und wir noch nicht? Ich hab's nie eingereicht. Hättest es vorm Abgeben ausmachen sollen, Dylan. Das sind die Regeln, du Noob. Was passiert ist, ist passiert, Mann. Gut, dann steig jetzt endlich in den Minivan, denn da draußen wartet das Leben. Also los geht's. Was ist denn? Ach, Alter, ich denke, ich glaube, die Karre springt nicht an, Mr. Elch. Das sehe ich. Ja, Alter, das Ding ist kaputt. Okay, lass mich mal. Aber ich sag doch, das bringt nichts. Oh, vielleicht machst du was falsch. Vielleicht machst du was falsch. Ach, fick dich. Hört auf! Aufhören alle beide! Shit. Okay, schon, Alter, schon. Chill. Chill, Alter. Heilige Sch... Alle weg von hier! Los, los, los! Jacob, warte! Warte, warte, warte! Ich mach das. Oh Mist, Alter, ich wollte nur helfen. Okay. Okay. Hey, ist doch nichts dabei, Alter. Wir bleiben noch eine Nacht hier. Nein! Nein! Du, stopp! Lass mich denken. Okay. Verdammt. Du hast recht, ja. Was? Ja, du hast recht. Hey, Ryan. Komm mal kurz. Sorg dafür, dass heute Nacht alle in der Lodge sicher sind. Schließ die Türen. Keiner rein, keiner raus. Nicht einer, okay? Okay. Ich bin bestimmt morgens wieder da. Und bringe euch dann alle raus. Aber es darf wirklich niemand rausgehen. Kannst du mir das versprechen? Ja, sicher. Wir bleiben drin. Guter Junge. Schließt die Türen! Und um Gottes Willen, seid leise! Also, was sollte die Nummer? Er sagt, wir sollen reingehen. Und drinnen bleiben bis morgen. Du verarschst mich. Du verarschst mich! Was sollen wir denn tun? Wir gehen jetzt besser rein, wie er sagt. Wir könnten reingehen. Bis zum Morgen. Ja. Oder wir können es lassen. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Wir sollten einfach machen, was Chris uns gesagt hat. Aber klar. Wen juckt es, was Chris uns vorschreibt? Er ist nicht unser Boss oder so. P-A-R-T und Y. Die Sterne scheinen gut für uns zu stehen, yo. Okay, okay, okay. Das letzte epische, unvergessliche Lagerfeuer zusammen. Oh, Alter. Fuck ja, bin dabei. Nick, du auch. Ich mach mit. Dylan auch, offensichtlich. Kumpel. Caitlin? Als ob es zur Diskussion steht. Ja, okay. Was sagst du? Ja, klar. Mr. Hackett schien's wirklich wichtig zu sein mit der Lodge. Wollte uns Schiss einjagen. Weißt du, wie Ryan mit seiner Gruselstory. Warum sollte er das machen? Er macht sich einfach Sorgen um uns. Kein großes Ding.
Okay, ja. Yeah, nein, Party. Ich meinte nicht. High five, los, schlag ein, Ryan. Schön. Ja. Ja. Aber ich sag euch eins, ich halte das für eine wirklich miese Idee. Oh mein Gott, Alter. Ist schon okay, Mann. Vertrau mir. Das wird ganz chillig. Okay, 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 Hacketiere. Partyplanungskomitee, los geht's. Okay, fangen wir an. Nick und Abby, ihr geht Feuerholz besorgen. Emma und ich plündern zusammen die Vorratskammer. Und Dylan, du kannst, ich weiß nicht, versuch unsere Handys zu laden oder so. Okay, los geht's! Fest. Gestrandet. In der Wildnis Amerikas und nur unser Verstand kann uns retten. Bleiben wir Menschen oder werden wir zu Kannibalen, die das Fleisch von Verstorbenen essen, wie in diesem Flugzeugkatastrophenfilm? Zuerst Filet au Jacob. Der Genuss dieses heißen Muskelbergs kann einen strengen Geschmack im Mundraum hinterlassen, aber... man gewöhnt sich daran, schätze ich. Komm schon. Wow. Was? Psst. Das sieht aus wie dicke Würste, die eine dünne Nadel einfädeln wollen. Oh mein Gott, ich hab's gleich, okay? So ein Sch... damit du es weißt, dieser Vergleich trifft mich wirklich schwer. Ich hab's gleich. Eine Sekunde. Na bitte! Und? Viola. Ihre Spange, Madame. Kannst du behalten. Gar nicht übel, oder? Ich mag Männer mit geschickten Händen. Ich heiße auch Mr. Magic Fingers. Nicht wirklich. Okay, also. Wenn ich ein Bier wäre, wo würde ich mich verstecken? Piep, piep. Was wird das denn? Beep? Oh, das ist mein Bier da. Ich suche nach Bier. Hm. Wieso merke ich erst jetzt, wie unfassbar lehm du bist? Was? Aber das ist mein Bier da, Mann. Ich gehe woanders hin. Oh, die Kids haben echt alles leergeräumt. Mr. H liebte seine Accessoires. Ist aber verriegelt. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh. Oh.
Ha, ja! Jackpot! Ey, sieh nur meine Riesenmelone. Oh. Hier, einfach ein Loch reinschneiden. Mhm. Dann rein mit dem Wodka. Und Partytime. Du kippst einfach den Wodka da rein? Ja, mehr Spaß kann man mit einem Loch in der Melone nicht haben. Oder, wobei, vielleicht auch doch. Okay, ich lasse euch zweimal alleine und sehe mich nach mehr Partykram um. Harem Scarum? Wer kauft den Scheiß? Hallo, alte Freunde. Oh ja. Die Gelegenheit ist einfach zu verführerisch. Okay, schon mal gesehen, wie sich ein Mann in die Hose scheißt? Das werdet ihr gleich. Oh Mann. Okay, fehlt nur ein Versteck. Jacob! Emma? Hallo? Ey, wenn du mich erschrecken willst, daraus wird nichts. Angst vor Clowns? Nein, sie sind witzig. Und du hältst das hier wirklich für witzig? Ich meine, ja. Wow. Und wie witzig ist das, kleiner Junge? Willst du dich mit mir und 20 hübschen Clownfreundinnen in einen Kleinwagen quetschen, als wäre es nichts? Ich... Was? Chance vertan. Aber nicht vergessen. Wo führt die wohl hin? Versperrt. Jacob! Sieh dir das an! Oh, also dann, Tür, halt dich fest, denn du triffst gleich auf deinen Meister. Da. Nice. Woo. Wow. Ja, leck mich doch fett. Sieh sich das einer an. Kein Wunder, dass die Tür verschlossen war. Ist er böse, wenn wir ihn bestehlen? Was? Nein, er hat uns im Stich gelassen. Hier geht's um Menschenrechte. Oder so. Sicher, klar. Gut. Mal sehen, was es hier zu holen gibt. Festhalten, sonst fällt die Tür ins Schloss. Oh. Ja, Mann. Hier ist Bier. Das reicht. Boom! Ich will mich umsehen. Wie du willst. Jacob, sieh mal hier. Was? Ich kann hier nicht weg, sonst fällt die Tür zu. Sieht aus wie Campingvorräte. Oh, okay. Da sind Zelte an der Feuerstelle. Los, gehen wir. War das ein Bär? Thank you.
cool. Was? Was ist da? Eine Flinte. Oh, cool. Und ein Code. Okay. Fertig. Du willst, die Knarre echt behalten, hä? Ja, für Bären. Okay, also ich such dann mal was, um diesen ganzen Kram hier zu schleppen. Okay. Bin drin. Ah, sehr gut. Was ist noch da drin? Nur noch Feuerwerk. Feuerwerk? Ja, aber wir sollten es... Nein, Emma. Feuerwerk. Okay, du hast recht. Feuerwerk. Hey, oh yeah, Feuerwerk. Oh, und sagte ich schon, Feuerwerk? Hey, ich hab hinten so zerfetztes Gepäck gesehen. Das sah ziemlich übel aus und ich glaube, da war auch Blut dran. Oh, oh, stopp. Nicht bewegen. Oh Mann! Peanut Butter Butter Pops. Das sind meine Lieblings-Butter Pops. Was sind Butter Pops? Nein. Was? Ich fass es nicht. Okay, Pop, pop, Peanut Butter Butter Pops. Pop, 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 I'm in your mouth. Pop! Oh mein Gott, der beste Snack überhaupt. Aller Zeiten. Was ist das, sowas wie Popcorn? Was? Nein. Gar nicht wie Popcorn. Vollkommen anders. Eine ganz eigene Art von Snacks. Weißt du was? Ich hatte die seit meiner Kindheit nicht mehr. Oh Mann, du wirst sie lieben. Okay, warte, ist ein Haltbarkeitsdatum auf der Tüte? Sie sind noch gut. Oh mein Gott, die sind 20 Jahre alt, okay. Oder? Hey, es heißt mindestens haltbares. Du wirst sie lieben. Buah. Oh mein Gott. Okay. Hey, draußen habe ich eine Schubskarre gesehen. Groß genug für Kisten und allerlei Zeug. Bitte was? Kiste? Oh, das meint einen Behälter. Oder Po. Nein, das davor. Schubskarre? Ja. Okay, das ist, wie so ein Behälter auf Rädern. Man kann Zeug draufpacken und durch die Gegend schubsen. Verstehe. Ladies first. Danke. Wo lang? Okay, das Heiligtum. Es ist ein Büro. Es ist die magische Quelle. Okay, ja, beeil dich einfach. Klar, ich schließe das hier nur noch eben an. Und Energie. Podcasts. Ja. Okay. Wie heißt der Podcast, den du gerade hörst? Bizarr oder banal. Also Geisterkram? Mehr so, ja, also alles Unerklärliche. Die Frage, ob es ein echtes Phänomen ist oder eher banal. Anal? Gecheckt? Anal? Du Wortakrobat. So. Sollen wir nachsehen, was Mr. H. in seinem Hauptquartier versteckt?
Ich weiß nicht, Mann. Ich find's nicht in Ordnung, so rumzuschnüffeln. Okay, wenn du meinst. Ich mein, komm schon, was für schmutzige Geheimnisse würde der Besitzer eines Sommercamps voller unschuldiger Kinder schon verbergen? Nicht Mr. H, ich weiß, er ist cool. War immer cool zu mir. Wow, was für ein altes Ding. Hey, gib mal deine Nummer, ich ruf dich an. Wieso? Damit ich dich zu einem Date einladen kann, Mann. Smart. Wenn ich da mit einer Mobilnummer anrufe, explodiert das Ding hier. Hallo? Was? Was? Wer ist dran? Hallo? Weird, ich dachte, da wäre jemand. Und du hast nicht versucht, ihn anzuflirten? Verdammt, das war die Chance. Kaylee und Caleb Hackett. Weirde Kids, huh? Ich mag sie. Ja, ich auch. Aber sie sind ziemlich eigenbrötlerisch, huh? Na hallo, was ist das? Hörst du das? Ist das eine Falltür? War klar, dass der streng geheime Sex-Dungeon hier irgendwo ist. Ja, ja, ja. Ich wette, Mr. H steht auf richtig schräge Sachen. Ich glaube nicht. Waren da nicht ein paar Betreuer, die nie aufgetaucht sind? Warum? Geheimer Sex-Dungeon. Das ist nicht witzig. Sie führt wahrscheinlich nur in den Keller oder so. Mach doch auf. Okay, tja, sieht aus wie der Schlund der tiefsten Hölle, also... Ganz schön theatralisch. Geh runter und guck, du passt da bestimmt durch. Sicher nicht, geh doch selbst. Andererseits will ich gar nicht wissen, was Mr. H so treibt. Geheimnisse sind sexy. Sicher. Ist der bequem, so ein will ich auch. Du kannst nur hoffen, dass Mr. H nicht mitkriegt, was du hier mit seinen Sachen machst. Lingelingeling. Oh, sorry, Mann. Ich geh mal ran, einen Moment. Hallo, Hackett's Quarry Sommercamp. Was dich nicht umbringt, macht dich nur stärker. Was kann ich an diesem wundervollen Sommertag für Sie tun? Wen wolltest du nachmachen, Mr. H? Ja. Ja, ich. Sie haben völlig recht. Er muss wirklich netter zu Dylan sein. Und, was noch? Also, er soll Dylan auch seine Nummer geben. Naja, das ist schon recht forsch, aber ich sehe mal, was sich machen lässt. Smart. Kearney und Max Brindley. Oh ja, das sind die, die nicht aufgetaucht sind. Ja, wegen diesen Noobs mussten wir anderen doppelt so viel arbeiten. Ey, wozu das Gewehr? Chris... Mr. H meinte, es ist für Bären. Bären? Hier? Ja, ja, er meinte, sie trauen sich nicht hierher wegen dem Gewehr, das. Ja. Lass es doch einfach. Lass es einfach. Mann, der Plan ist heute Nacht im Wald durchzufeiern, oder nicht? Was, wenn da ein Bär auftaucht? Okay, es ist... Meine Mom sagt mir immer, wer feiern will, darf dabei den Schutz nicht vergessen. Wow, ich glaube, damit meinte sie Kondome. Ich vögel doch kein Bär. Das Gefährlichste hier im Wald ist ein angepisstes Eichhörnchen. Unterschätzt die Biester nicht. Okay, Mann. Also, wir wissen, wo sie ist, nur für den Fall.
Na gut, Mann. Jo, Meister, gib mal die Schlüssel. Damit du rumstöbern kannst in Chris' Privatbereich? Entschuldige, soll ich das lieber dir überlassen? Hahaha. Komm, was soll schon passieren? Bist du kein bisschen neugierig? Ich fasse auch nichts an. Gut, aber wehe, wenn nicht. Ich verspreche nichts, aber... An die Latte. Du redest Blödsinn. Oh. Frische Sachen. Mr. H weiß, was er mag. Ja, ganz sicher. Wow, da ist... Yo. Hey, vielleicht sollten wir... Ryan? Wow, was ist das? Diese Monitore, das ist das Camp. Hat Mr. H uns überwacht? Nein, nein. Ich meine, nein, nein, das kann ich. Das sind nur... Das sind Waldwege im Bereich des Camps. Sicher. Die meisten Kameras sind vom Camp weggerichtet. Er spioniert nicht die Kids aus, sondern beobachtet Sachen im Wald. Das sind einfach normale Wildkameras. Was sind Wildkameras? Die stellt man auf, um weirden Kram zu filmen. Okay, ja, und was? Wie Bigfoot und so, na, solche Sachen halt. Ich wusste gar nicht, dass Mr. H auf solche Sachen steht. Shit, vielleicht mag er den Podcast, den du gerade hörst. Jeder braucht ein Hobby. Und was für ein Hobby? Ja nun, was will man hier sonst anstellen? Ja, kann mir vorstellen, dass das Camp ziemlich einsam ist, wenn sonst keiner hier ist. Ja. Okay, nur warum macht man sich dann die Mühe, den Raum in einem Kleiderschrank zu verstecken? Also, versteckt ist übertrieben. Er ist nur hinter so Zeug. Ja, das ist, was ich meine, Ryan. Das ist weird. Mega suspekt, ich Mann. Ich widersprech dir ja nicht, Mann. Ich wette, da ist was nicht ganz koscher. Dylan, okay. Das geht uns nichts an. Und wenn es dich wirklich interessiert, dann frag ihn halt morgen. Ich bin sicher, das wird ein spannendes Gespräch, ha? Frag ihn. Okay, ja, mach ich vielleicht. Na dann. Mir reicht's mit diesem Versteck. Viel Spaß. Hey, aber du gibst zu, dass es ein Versteck ist. Was war das? Wird schon nicht sein. Ah. Nice. Vollgeladen. Hey, fertig. Okay, cool. Gehen wir. Danke.